Zum Problem der DDR-Flüchtlinge gibt es zwischen Bonn und Ost-Berlin Kontakte auf mehreren Ebenen. Sie lassen nach Angaben von Regierungssprecher Klein aber keine Änderung in der Haltung der DDR erkennen. Die Bundesregierung sei aber weiterhin überzeugt, dass sich Ungarn um eine befriedigende humanitäre Lösung bemühe. Erschwert werde dies allerdings, so hieß es heute in Bonn, durch die ungewöhnlich starke öffentliche Aufmerksamkeit. Die Flüchtlingslager würden von Kamerateams geradezu bewacht. Für Ungarn sei eine Lösung deshalb besonders schwierig. Unterdessen versucht die DDR, die Ausreisewilligen in Budapest zur Heimkehr zu bewegen. Vor einem der Flüchtlingslager haben Ostberliner Diplomaten in einem Wohnwagen ein Büro eingerichtet, um, wie sie sagen, rückreisewillige Bürger zu beraten. Nach Beobachtungen vom Vormittag machte davon aber niemand Gebrauch.